Wir wollen wieder ganz schnell nach Hause. Vor allem, dass er sich an den vier Eimern da nicht übel verbrennt oder so. Ich meine, der hat da Metalleimer mit Lava voll, also das, die Eimer müssen sich auch extrem erwärmen. Das muss bestimmt heftig sein. So ein bisschen so, aber naja. Der Typ hier ist hier sowieso voll krank und unnormal und cool. Cooler Typ. Ja, das kann man sagen. So. Mal sehen, laufen hier mal welche Viechers rum. Ich sehe gerade keins, sehr gut. So. Und jetzt ducke ich mich mal lieber. Damit ich da nicht doch wieder aus Versehen reinfalle. Darauf habe ich doch irgendwie keine Lust. Ja, hier eben sieht man alles so durchscheinen, so, weil eben kein. Wahrscheinlich hätte ich keine 8 Eimer gebraucht, fällt mir gerade auf. Weil das ja nicht nur diese kurze Reichweite hat, aber egal. Ich brauche wieder Optifine, damit auch das Wasser und die Lava und so schöner aussehen. Aber gibt ja momentan irgendwie nicht für mich. 2, 3, 4, so. Vielleicht ja meine mega coole Cobblestone Farm. Ich hoffe, es funktioniert wirklich so, wie ich mir das vorstelle. Es wäre sonst sehr doof, wenn das dann alles nach unten laufen würde, quasi. Wäre halt was passieren könnte, so. Ich lasse mich jetzt lieber ein bisschen vom Wasser wegspülen, statt Risiko, also das Risiko einzugehen, die Lava zu fallen. Beim Wasser bräuchte ich wahrscheinlich nur, wenn ich jetzt hier hinsetze, ne, das war einer zu weit, aber hier, so, würde ich auch hier wieder einen rausnehmen und den nach da setzen und da, so, müsste alles, ja gut, jetzt mach ich mal kurz den Shader aus, einfach nur um zu gucken, sieht gut aus. So, und jetzt probieren wir es einfach mal kurz eine Runde. Es klappert. Wasser fließt zu schnell, verdammt. Das heißt, ich könnte alles um einen nach da drüben versetzen, wa? Das heißt, ich werde alles um einen nach da drüben versetzen. Ach man, man tut man nicht alles, ne? Da hätte ich natürlich denken sollen, dass Wasser ja etwas schneller fließt. So. Dann machen wir das Wasser trotzdem noch mal kurz zu. So. Tatsächlich ist einer verbrannt. So, hier mache ich einfach mal kurz die. Ah nein, er ist doch nicht verbrannt. Ist auch doch nicht so, sehr schön. Das heißt, ich werde jetzt eben nach drüben rutschen. Und wieder, das klappt jetzt nicht. Das wäre dann kacke. So. Naja, was tut man nicht alles? Was tut man denn nicht alles, wa? So, muss ich erstmal das hier, was ich hier rausreiße, erstmal einversetzen. Damit das alles auch schön passt und so und keine Lücken sind. Pflastersteine, die wollte ich haben. So. Also hier kommt Pflastersteine. Ja, sehr schön. So. Die Erde kommt nach da. Einzige Stufe, ja. So ist doch alles. Nein, dann muss ich auch noch eine Steinziegel. Da habe ich schon rausgeguckt. Sehr schön. So. Hier noch alle einen nach drüben versetzen. Ach Mann, ach Mann. Ist bestimmt gerade extrem spannend zuzugucken, wie ich hier ein oder andere Mal fehle.
Aber naja, wie gesagt, das müsste man mir mittlerweile echt gewohnt sein. Gewohnt, gewöhnt, gewöhnt, weiß gar nicht. Nein, mein Deutsch lässt mich gerade im Stich. Das ist traurig. Lava runterkommt, was komisch gewesen wäre. So. Moment. Hier so, diesen. Da muss jetzt alles so hergestellt sein, ne? Jetzt habe ich mal wieder Wassermarsch. So, neuer Versuch. Och nö. Jetzt habe ich dir echt Obsidian rausgemacht, das ist doch Bullshit. Oh, dann machst du doch wieder vorher und musst das irgendwie so ex. Ah. Ja, das ist wieder, weil ich nicht mitgedacht habe, ja. Ich belasse es erstmal dabei, so. Ich werde mich ja später darum kümmern, wenn ich da wieder mehr Nerven zu habe. Muss nämlich alles wieder umbauen und ach. Ach und nein, und hast nicht gesehen. Mal, jetzt wieder, klären wir kurz Wasser wieder ab, so, fertig. Ach, das ist doch jetzt Kacke. Hab ich mir wieder schön gar nicht mitgedacht. Kein bisschen. Ist ärgerlich. Ich probiere mal was aus. Ob das vielleicht dann klappt. Einfach nur so, weil dann baue ich das nochmal komplett um. So, wenn man es einfach nur so drei breit macht. Dann nehme ich mal eine Mitte und meine Erde. So, baue ich mir ein Wasser und ein Lava. Und ich da muss ich mir das Wasser nicht einfach so. Machen wir da so, weil das Wasser bleibt ja unendlich. Und die Lava ist halt Spielverderber. Probieren wir jetzt aus, wir machen jetzt hier Wasser hin. Und dann Lava-Eimer. Wenn ich jetzt die Erde wegnehme, wird Obsidian raus. Tatsächlich. Ich dachte mal, das wäre früher anders gewesen. Aber naja, das kann ich jetzt eben auch nicht mehr ändern. Leider. Das heißt, es muss wirklich 4 sein. Ja, ich weiß, ich verstehe gerade so, Dingsens und so. Und zwar muss es 4 in den Software mitmachen. Tatsächlich ist ja so, dass es letztendlich dann so liegen wird. Wenn ich dann da wieder Lava aufkippe. Mann, das wird so oder so nicht klappen. Was soll denn der Bullshit? Warum geht denn das alles nicht mehr? Ich meine, in der Zeit, wo ich jetzt hier so ewig rumprobiere, hätte ich natürlich auch. Er wird definitiv wieder Obsidian raus. Wenn ich es aber so mache, dann bestimmt nicht. Das ist ja eine aufflüssige Lava. Und dann wird der Cobblestone nämlich da sein. Wenn ich ihn jetzt wegnehme, kommt Obsidian hin. Ach man. Ja, ich habe gerade keine Lust, das weiterzuführen. Ach verdammt, für die Mauer brauche ich dann ja auch Steine. Aha. Ich werde gleich einfach nur wieder ein bisschen Steine stupide abbauen gehen. Aber weiß ich wenigstens, dass ich Cobblestone rauskrieg. So, einfach mal erstmal die Eimer da rein, so. Weißt du was, den Rest packe ich jetzt einfach mal hier in eine Kiste, weil ich gerade echt zu faul bin. Es tut mir ja leid, aber, ja. So, jetzt hole ich mir erstmal ein bisschen Holz. Oder ein bisschen mehr Holz. Haha, mehr Holz, aha, nein. Da fehlt immer noch das Glas. Warum fehlt da Glas? Wow. Warum denn bloß? Wieso denn bloß? Wieso denn bloß? Also brauche ich mal so ein Glas so. Wenn es genehm ist. So. Ich denke, ich nehme jetzt gerade so circa eine Stunde auf. Ja, vielleicht 55 Minuten.
langsam. Machen wir mal die Tür zu. So. Ich wollte, wenn ich noch irgendwas schaffen. Ich meine, na gut, das Haus wird dann irgendwann da sein und dann halt ein Haus sein, ja, aber. Wenn das mit dem scheiß Cobblestone-Generator nicht mehr klappt. Vielleicht. Das werde ich glaube ich demnächst mal ausprobieren. Oder ich werde es mal einfach so ausprobieren irgendwann. Dass ich die Lava ein höher setze. Dann müsste es eigentlich gehen. Das heißt, wir jetzt nämlich keine Ruhe. Also ich denke mal, es müsste gehen, wenn ich die Lava ein höher setze. Dass der das dann halt macht, ne? So, also die Lava fließt dann ja runter auf das Wasser und das müsste dann ja auch Cobblestone werden, wenn das fließendes Wasser ist. Dann müsste das nämlich wieder klappen. Boah, ich wäre da beinahe runtergesprungen. Einfach weil ich es jetzt noch so gewohnt bin beim Vizebeast mit Dingsens Schuhen, ne? Sagt die Karte, ja, nicht viel. Die Karte buggt nicht rum, das ist das Schöne. Deshalb gucke ich jetzt auf die Karte, so. Nein, ich sehe das da hinten nicht, nein. Ich glaube, ich muss schon mittlerweile eine ganze Weile in das Waldgebiet laufen, um noch ein paar Bäume zu kriegen. Ich war ja doch etwas, verdammt, mir fällt jetzt gerade der Ausdruck nicht ein. Ich wollte gerade so einen gehobenen Ausdruck benutzen, damit ich jetzt komme ich mit meinem Ausdruck gar nicht mehr hinter. Ja, ich würde sagen, damit ich eloquent wirke, so rum. War das denn so schwer? Meine Fresse. Ich hoffe, die Timber habe ich noch drauf. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich denke eigentlich schon, ich dächte schon, aber sicher kann man sich da nie sein. Ja, ich habe sie noch drauf, sehr schön. Und ich sehe gerade, ich habe die Grafik nicht mal auf schön eingestellt. Wenn ich gerade mal dabei bin, doch, sie ist, ach, dann sie blättert einfach so undurchsichtig gerade. Ich dachte schon, ich wollte mich schon beschweren. Na egal. Na egal. So, irgendwie sehe ich hier kaum was. Der Shader ist halt irgendwie ganz cool mit der Tiefenschärfe. Das mag ich eben echt. Oder eigentlich eher eine Tiefenunschärfe. Wow, jetzt anderer Mond. War aber vorhin irgendwie Vollmond oder Neumond oder so. Ich keine Ahnung. Und so ein paar Stacks von dem Holz bräuchte ich jetzt wie gesagt wieder. Ich bräuchte dann auch wieder ein paar mehr Stacks Steine noch. Ich sehe echt nicht genau. Ein bisschen Licht. Dann sieht man noch was. Seht ihr auch was? Das ist doch schön. So wollen wir das sehen. Ah, versteht er, wollen wir das sehen? Mann, ich habe heute wieder so einen gewissen Wortwitz hier. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das da. Ach, halt die Fresse. Mann, lass mich doch alle in Ruhe, Jungs. Tue ich auch nichts, wenn ihr mir nichts tut. Weil nein, ihr könnt es ja einfach nicht lassen. Oh, und du kannst es auch nicht lassen, wa? Zum Glück kann ich hier Knockback drauf. Und Schärfe. Und so was alles. Und all so ein Spielereikram. So, erstes Deck schon mal voll, das ist schon mal gut. So. Ah, das war das Lied, wo irgendwie die nervige Melodie ist. Ja, Spinne. Chill, Geisterspinne, Zombies. Ja. Immer mit der Ruhe, Jungs. Ist doch kein Problem, ich bin auch da, ne? Und so. Ach, da kommt schon der nächste Kandidat, wa? Ja, tatsächlich. Oh, Level 5 haben wir bald. Level 6 brauche ich dann, um auf meinen eine Rüstung wieder Dorn 1 drauf zu packen. Ist immer besser als nichts, ne? Level 5. Sehr schön. Ich habe doch auch hier Dingsens Looting, oder wie heißt das auf dem Schwert drauf? Plünderung, genau. Weil ich gerade hier so viele rotten Flaschen habe. Das war heftig. Ja, Junge. Ja, gegen Skelette ist halt Knockback. Rückstoß, Rückschlag, keine Ahnung, wie das heißt. Rückschlag? Rückstoß. Ist gar nicht so praktisch. Aber naja. Ich will es machen so. Ich will aber das. Oh, eine Eisenbahn fallen lassen. Ich will aber nicht den Eisenbahner haben. Ich finde nämlich sehen, wenn mein drittes Stack anfängt. Also mein zweites Stack dann halt voll ist, ne? Stehst du, Junge? Ah, da fängt schon das dritte Stack an. Ja, Spinne. Ey, lass mich doch mal. Ja? Ja? Ist gut, ja? Chill.
Sehr schön.